Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Zam Guide. Ich befinde mich jetzt, jetzt blendet es ganz schön, hier ganz links außen, direkt an der nördlichen Kante Richtung Eisbiom. Und hier sieht man jetzt auch schon zwei der Exemplare rumfliegen, an die ich mich jetzt gerne rantrauen würde. Da haben wir auch einen weiblichen Argentavis. Und er hier hinten, auch da mit dem Fernglas, das werde ich nie vernünftig hinkriegen. Was ist er denn da? Ein männlicher Level 15. Das ist so das Beutetier, was wir jetzt auch suchen, denn ein Weibchen haben wir schon, da möchten wir jetzt noch das passende Männchen zu haben. Wir landen mal eben. Nehmen unsere Armbrust. Na los, komm her. Ah, er dreht ab. Und da liegt er auch schon. Ja, wie ihr gesehen habt. Verhältnismäßig einfach bis hierhin. Jetzt kommt aber gleich das, was verhältnismäßig gar nicht mehr so einfach ist, denn nicht nur ist dieser Argentavis da hinten garantiert auf diesen betäubten Kumpel scharf ist, sondern auch uns bestimmt das gerade gar nicht mehr so doll mag. Und hier lauern auch überall Hyänen und andere freche Viecher, was natürlich zur Folge hat, wir sind hier extrem leichte Beute und natürlich auch unser zu zähmendes Tier ist hier überhaupt nicht sicher. Ich würde mich jetzt also einfach mal diesem Vögelchen im Moment anlegen. Gut, fertig mit angelegt. Ansonsten sehe ich hier jetzt gerade so nichts rum schwirren, was mir irgendwie gefährlich werden könnte. Ich habe hier vorhin noch schon eine kleine Runde gedreht, da habe ich schon mal ein paar Hyänen weggehauen. Einfach nur, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Ich hoffe natürlich, dass bleibt oder so da hinten. Da läuft schon wieder eine. Ja. Und da ist weggeflogen. Ich würde jetzt ja gerne meinen Vogel mal auf aggressiv stellen, damit er hier einfach alles angreift. Das Problem ist nur, ich weiß dann nicht, ob er nicht vielleicht sogar auch ihn hier angreift. Gucken wir uns aber jetzt erstmal die wichtigen Sachen an, zum Beispiel wie den Argentavis Sattel. Den könnt ihr natürlich mit Level 62 auch ganz bequem selber bauen. Dafür braucht ihr 150 Chitin oder Kreatin, 185 Fasern und 350 Leder. Verhältnismäßig einfach alles gefarmt. Leder natürlich einfach einen Haufen Dinos rotzen. Ruhig so wie ich das mache, auf einen anderen Dino steigen und ordentlich losgehen. Fasern selbsterklärend, die findet man ruckzuck. Chitin, das geht eigentlich auch relativ flott, wenn man dann einfach mal in so ein paar Höhlen unterwegs ist. Guckt man da auch gut mit klar, den Haushalt da vernünftig zu füllen. Ja, und von den Werten her, der Hungerwert mit 2400 natürlich nicht ganz niedrig, sinkt aber dafür verhältnismäßig schnell. Die Benommenheit mit 1100. Recht moderat, sinkt aber auch in einer recht guten Geschwindigkeit. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen Narkotikum mitgenommen. Das wird eigentlich gut klarkommen sollten. Ja, und ich habe mal, ob ich auch schaue. Als ich mir mein Argentavis hier geholt habe, waren hier auch ein paar
Allosaurier. Da habe ich das ganz einfach angestellt. Es hat ganz langsam beim ersten Mal funktioniert. Ich habe den Argentavis hier oben hingelockt, habe mich quasi hier hingesetzt, habe ihn dann von hier oben angeschossen und er ist hier ungefähr ist er gelandet und ich konnte ihn ganz bequem hier auf diesem Berg dann zähmen. Da haben wir jetzt zwei Skorpione. Aber ansonsten scheint es hier jetzt gerade wirklich ruhig zu sein. Ist noch ein Ankylosaurus da vorne? Ja. Den können wir, glaube ich, in Ruhe lassen. Der wird uns wohl nichts tun. Ja, und was habe ich jetzt heute zu Futter mitgenommen? Und zwar habe ich hier einmal geräuchertes Filet und geräuchertes Fleisch mitgenommen. Da steht sogar bei, wilde Fleischfresser mögen dieses Fleisch sehr. Soweit, so gut, hat einen Verfall von 2 Tagen. Also wenn ich damit fertig bin, schmeiße ich wieder in den Räucherofen rein, dann hält es wieder 13 Mal so lang, so ungefähr. Und den Räucherofen... Ah, da ist die Aufnahme abgebrochen. Jetzt wollte ich noch mal eben gucken. Ich wollte sagen, den Räucherofen, der lohnt sich auf jeden Fall, dass man den so früh wie möglich baut. Mit Level 18 kann man den bauen. Von den Materialien relativ einfach gebaut. Ein paar Steine, ein paar Holz, ein paar Fasern, 10 Stroh. Auf jeden Fall sein Geld wert. Also die Rohstoffe wert, wenn man da das Fleisch drin hat, das hält immens lange. Das sollte man auf jeden Fall machen. Ich habe es viel zu spät gemacht, wie gesagt. Also das hätte ich wesentlich früher schon machen können. Da hätte ich wesentlich weniger mit meinem Fleisch irgendwie rummanagen müssen über die Sinos, dann über den Kühlschrank und so weiter. Da hätte ich mir direkt eine Räucherkammer angeschafft. Ja, zum Betreiben braucht man Öl und Zündstoff. Ja gut, Öl ist ein bisschen heikler. Das Zündpulver, das ist eigentlich auch relativ schnell hergestellt. Wie viel Hunger hat er denn jetzt hier, der wilde Vogel? Ah, gerade mal 200 verloren. Ich versuche es ja trotzdem, wenn ich jetzt das Filet reinschmeiße. Aber das war schon. 200 Punkten, ach jetzt nascht er sofort wieder nach, sind wir schon mal 29%. Gut, also das geht doch relativ schnell. Vier Stück ergeben dann 200 Punkte bei dem Argentavis auf Level 15. Das andere Räucherfleisch auch mit reinschmeißen. Hier, Kotikum. Oh, was sagt dein Level jetzt? Was machen wir jetzt hier noch? Ja, komm, Nahkampfschaden. Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich hier schon wieder alles für Quatsch eingesammelt? Ja, Agentaviskralle. Kann man schon mal wegschmeißen, hat Vergammelkeit sowieso. So dringend brauche ich jetzt kein Gammelfleisch im Inventar. Das ist natürlich auch ein Nachteil am Räucherofen. Die Gammelfleischproduktion, die nimmt natürlich dann enorm ab. Entsprechend habe ich da jetzt einfach mal ein Dino ausgesucht, wo ich einfach das ganze Fleisch reinpacke, um es einfach da drin ein bisschen gammeln zu lassen. Ja, hier sind ja schon wieder die nächsten Adler unterwegs, kloppen sich hier mit den Skorpionen. Das sieht auch gar nicht schlecht aus, der Rote. Da
ich müsste mich auch mal drum kümmern, sie auch mal ein paar Skorpione oder Krokodile auch noch mal in meiner Basis stehen habe, aber alles zu seiner Zeit. So, was sagt Vögelchen jetzt? Wie viel Prozent haben wir? 36. Oh ja, hier sind ordentlich Haie. Wo es jetzt hier schon fast direkt ins offene Meer geht. Dann warten wir noch mal hier oben. Schauen wir uns mal ein bisschen um, ob wir noch ein bisschen was zum Prügeln finden in der Zeit, wo der gute Vogel da unten sich hier den Magen vollschlägt. Ja, das Gebiet, da möchte ich unbedingt hin, das reizt mich wirklich, aber ich habe einfach nicht genug Pelz. Ich müsste da vielleicht mal eine Runde rumfliegen, um zu gucken, ob ich da irgendwie einen Mammut oder irgendwie was finde, um es einfach mal abzuschlachten, um zu sehen, wie viel ich da ein Fell und so weiter rausbekomme. Vielleicht lohnt sich das sogar. Oder ich hoffe, dass sich sowas für mich lohnen würde. Seid einfach mal ganz vorsichtig so. So, mein Bester. Immer noch bei den 36 hängst du fest. Das wird jetzt aber langsam frech von dir. Jetzt laggt es gerade. Ich hoffe, es kriegt sich jetzt gleich wieder ein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dann machen wir das doch mal ganz schnell in den Abstecher, auch wenn wir gleich sofort Arsch kalt werden wird. Möchte ich einmal eben schauen, was hier vorne so los ist. Hey, hallo. Wo bist du denn? Dir mal ein Quetzal. Sieht auf jeden Fall sehr imposant aus, das gute Tier. Und jetzt hier ein paar viele Wildschweinchen. Das gab jetzt schon ein bisschen Pelz. 102 rohes Fleisch. Sowas lohnt sich doch. Da haben wir gleich aber keine Energie mehr. Stachelkumpel, der sieht auch gut aus. Wie heißt er noch? Komme ich jetzt auch gerade nicht drauf. Kentosaurus, genau. Noch schnell mal wieder rüberfliegen. Ich hoffe, unser Adler lebt auch noch. Oder hat jetzt hätten keine böse Überraschung erlebt.
Ach nee, sieht gut aus für uns. Aber da hinten rechts, da tummelt sich jetzt wieder so eine Bande Hyäne. Also ein Diodokorus. Läuft die große Schlägerei. So. Haut hier ab. Ja, hier geht in die Richtung. Hm, da brennst du. Wird so ganz cool. Hopp, da fliegt er. Ja, keine Sorge, du darfst weiterleben. Du bist ein Artiger. Tust keinem was an. %50 haben wir allerdings jetzt auch schon geschafft. Hier jede Menge Ramsch. Also die Steinpfeile, die behalten man. Pfeil und Bogen. Ja, danke. Bären, da können wir auch gut drauf verzichten. Akrobären, na gut, die lassen wir nochmal da, wo sie sind. Pelz, nur 7 Pelz. Ich hätte das Mammut vielleicht auch irgendwie vielleicht per Hand schlachten sollen. Sagt mal Räucherfleisch 2 und 9. Ja, du hast jetzt genug zu fressen, wa? Gut, ich werde jetzt einfach mich jetzt hier oben hinstellen. Bisschen die Umgebung im Auge behalten und warten, dass es hier jetzt gleich weitergeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich wieder. Und damit geht es jetzt also weiter. Wir sind jetzt bei 88,5%. Habe jetzt noch mal ein bisschen rohes Filet reingeworfen. Das war jetzt doch der schnellere Weg, mal eben noch ein bisschen Filet zu sammeln. Denn das normale Räucherfleisch, das bringt doch gar nicht so viel. Das geräucherte Filet dafür schon etwas mehr. Wohl doch das normale Filet doch wohl anscheinend immer noch das Beste zu sein scheint. Komm schon, jetzt futter noch mal eben was. Wir wollen es jetzt hinter uns bringen. Der Flugsaurier von vorhin, der näherte sich jetzt gerade langsam irgendwie unserem Areal hier. Den würde ich mir fast am liebsten schon hinterher schnappen. Ja, wenn man drauf wartet. Dann dauert es natürlich immer ewig. Gut, ich hätte ihn natürlich auch etwas mehr aushungern lassen können, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich habe mir jetzt auch mit diesem geräucherten Filet vielleicht dann auch etwas... Ich hatte zu große Hoffnung reingesteckt. Dieses Stück Fleisch. Es war super, in Ordnung, es hat gut geklappt, aber ich hätte natürlich wesentlich viel, viel mehr gebraucht zum einen. Und zum anderen, ich hätte den viel mehr hungern lassen müssen. So, das wäre dann jetzt also geschafft. Ich schwimme mich auf meinen Vogel. Ja, er kommt schönartig hinterher und
ich bringe die beiden erstmal wieder nach Hause. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich kostenlos, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinen zukünftigen Sam-Gast dann auch wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.